Oh, Falle ausgelöst. Da hinten kreucht auf jeden Fall also noch was rum. Ah, Skorpione. Candidus. Du machst den. Ja! Bei Angroschbart. So, das war Schädlingsbekämpfung. Das heißt, wir haben auch. Noch einen Pilz. Das ist noch ein Glutamatsch. Oder wie heißen die? Glautamatsch. Glautamaschpilz. Ich sage immer Matsch. Sprich. Glautamaschpilz. Das heißt, wir nehmen dann den Weg hier wahrscheinlich wieder nach oben. Ja, töte alle Skorpione. Alle Skorpione im Pilzgarten sind fort. Sprich mit Grimbolosch. Jetzt muss ich nur Grimbolosch Bescheid geben, dass sein Problem mit den Skorpionen gelöst ist. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Es gab hier noch einen Abschnitt. Weil das da sieht nach dem Weg weiter aus. Hier kamen wir her. Und ja, hier unten ist nochmal so ein Pilz und eine Kiste. Und eine Falle. Sanja. So, jetzt haben wir genug von den Pilzen. Weißt du nicht, ob es was bringt, wenn wir mehrere einsammeln? Solange sie nachher nicht unser Quest-Inventar vollmüllen. Oh, stimmt, wir müssen noch mit dem Zeugwart reden, wegen den Kuschelmazonen. Sobald wir hier wieder raus sind. So, hier ist sicherlich eine Falle. Mein Atem geht ruhig. Immer noch keine Falle. Nee, da unten geht's nicht weiter. Hier ist auch noch mal so ein Pilz. Ja.
Ich wollte den da. So. Ein Zwerg, ein Wort. Mein Atem geht ruh. Gibt's hier noch was Interessantes? Nö. Nur wieder ein paar Smaragdspinnen. So. Sala Agrinda. Wenn, dann haben die Spinnen jetzt schon die Falle ausgelöst. Hier in dem Raum gibt's nichts. Falle. Mein Atem geht ruhig. Wie sieht das eigentlich mit deiner Sinnesschärfe aus? Die ist gerade erstmal wichtiger als mehr. So, Armbrust 1 höher. Na, noch mehr Spinnen? Nein, eine Trollkröte. So, das waren ein paar Trollkröten. Mein Atem ist ruhig. Gruftasselauge, Blutekel mal wieder. Auch wenn wir das meiste irgendwie mit Gulmon Tee beziehungsweise eigentlich mit unserem Clarum Purum heilen können. So, weiter geht's. Sanja. Mehr Feuermoos. Und wir sind, glaube ich, schon wieder, ja, zurück. Also einmal im Kreis ging es herum. Na nun, was treibt ihr euch noch hier herum? Bringt schnell den Pilz zu Lugosch. Wegen des Ungeziefers. Ja, es scheint fort. Kein Nagen mehr, kein Krauchen. Ihr habt das Ungeziefer besiegt. Wunderbar. Das Gift dieser Biester lässt sich übrigens wunderbar verwenden. Hier, nehmt. Danke. Gehabt euch wohl. Was haben wir gekriegt? Drachenspeichelfalle. Pilz und Pilz.
Gewöhnlicher Pilz ohne besondere Eigenschaft. Gewöhnlicher Pilz ohne besondere Eigenschaft. Naja, können wir dann verkaufen. Na nur, was treibt ihr euch noch hier herum? Bringt schnell den Pilz zu Lugosch. Sagt einmal, ihr kennt euch doch mit den Höhen hier aus. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Fragen zu den tieferen Höhen unter Burolusch beantworten. Oh nein, 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 den Fehler mache ich nicht erneut. Wisst ihr, vor einiger Zeit war ein Außenweltling hier, der nach diesen Höhlen fragte. Ein Mann namens Igan Trappenfeld. Obwohl ich ihn warnte, stachelten meine Worte ihn zu und überlegten Schatzsuchen an und am Ende kam nichts Gutes dabei heraus. Nichts Gutes. Wie meint ihr das? Hat er denn etwas gefunden? Großen Ärger hat er gefunden. Ungetüme und mehr. Und am Ende war aber Romulus sehr ärgerlich. Ja, sehr ärgerlich und hat ihn fortschicken müssen. Deswegen werde ich kein weiteres Wort mehr dazu sagen. Kein weiteres Wort. Okay. Gut, das heißt, wir gehen raus, zurück nach Murolos. Und ja, wir haben Schädlingsbekämpfung. Die Skorpione sind verjagt und kann Grimbolosch seinen Pilzgarten wieder gefahrlos betreten. Ja, wir haben auch noch die ganze andere Ungezieferschaft dort erledigt. Ja, bringen wir jetzt den Pilz zu Lugosch. Kommt ihr mit guten Neuigkeiten? Ja, ich habe den Glautamasch-Pilz gefunden. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Ich werde mich gleich daran machen, ein Gegengift herzustellen. Wisst ihr schon etwas über den Attentäter? Prinz Aron war gerade hier. Man hat eine Verdächtige festgenommen. Eine Großlingfrau, die erst seit kurzem hier in Murolosch weilt und kein Alibi für ihre Tat hat. Sie wird noch einige andere Vergehen beschuldigt. Ich hoffe, der Hohepriester ist bald wieder auf den Beinen. Macht euch doch mal keine Sorgen. Meister Xolgorax ist hart wie Stein und zäh wie Magma. In ein paar Stunden soll es ihm wieder besser gehen. Kommt doch einfach später wieder, dann wird euch der Hohepriester sicherlich persönlich empfangen. Eins noch, Benno, ihr Sohn des Durin. Der König schickt nach euch, im Thronsaal zu erscheinen, wenn ihr fertig seid. Die Angeklagte behauptet wohl, mit euch befreundet zu sein. Die Angeklagte ist eine Freundin von mir? Wisst ihr, um wen es sich handelt? Nein, leider nicht. Der Bote hat nicht mehr gesagt. Geht jetzt besser. Der König lässt mal nicht warten. Doch, genau das tun wir jetzt. Ja, geschlossen. Die Vergiftung von Xolgorax. Sie konnte das Heilmittel für Xolgorax Vergiftung beschaffen. Nun gilt es abzuwarten, ob es anschlägt und Xolgorax wieder gesundet. Ich habe Lugosch die Zutat für das Heilmittel gebracht. Mehr kann ich im Moment leider nicht für Xolgorax tun. Jemand führt den Murolosch Sabotageakte durch. Es ist sicher kein Zufall, dass das genau zu dem Zeitpunkt geschieht, an dem ich hier angekommen bin, um gegen die Drachenkultisten vorzugehen. Gehen in den Thronsaal. Die Schuldige für die Sabotageakte wurde verhaftet. Sie behauptet mich zu kennen, woraufhin der König mir befiehlt, in den Thronsaal zu kommen. Ja, wer könnte das wohl sein? Immer müssen wir Leute retten. Also es kann schon mal nicht Aldessia sein, zumal wir Aldessia nicht mal kennen. Mal gucken, ob Gerling was darüber weiß. Gerling weiß ja einiges. Und ja, ich wollte eh beim Zeugwart noch vorbeischauen, weil wir eh hier die Treppe hoch müssen. Aber wie man sieht, fehlt Sarina. Ah, Garoschen. Ich habe gehört, dass ihr es geschafft habt, den Streit der Töchter der berühmten Marimbosch herbeizulegen. Ich bin beeindruckt. Ich erwähnte noch gar nicht, dass ich mit den Schwestern verwandt bin. Sie sind meine Cousinen. Naja, jedenfalls hat die Verwandtschaft irgendwann aufgegeben, vermitteln zu wollen. Vielleicht braucht es einfach ein frisches, unbelastetes Gesicht. Ja, ich denke, das denke ich auch. Manchmal streitet man sich jahrelang und weiß gar nicht mehr, warum eigentlich. Kann ich sonst noch irgendwie helfen? Ich habe hier ein Paket Koschamazungen und frage mich, ob ihr nicht interessiert wäret, sie mir abzukaufen und dem König als Delikatesse zu servieren.
Was sagt ihr da? Ich hörte schon von diesen edlen Spezialität, aber ich hätte nie gedacht, dass sie den König servieren. Ich hätte nie gedacht, sie den König servieren zu können. Ich würde sie euch gerne abkaufen. Sie sind 50 Dukaten ein angemessener Preis? Mehr als angemessen in der Tat. Hier nehmt die feine Leckerei. Danke sehr. Wie freue ich mich schon darauf, dem König diese edle Speise servieren zu können. Kann ich euch sonst noch helfen? Eigentlich nicht.